Was zum Teufel war das? Oh Mann, ich hab die ganze Zeit die Luft angehalten. Deformierte Organe. Wie kann das Ding lebendig gewesen sein? Also, die Philosophen debattieren ja noch, was lebendig eigentlich heißt. Ich würde ja staunen, aber nicht nach dem, was ich gerade gesehen habe. Wer seid ihr? Tiere jedenfalls nicht. Betrachte uns als Freunde des Hauses. Okay. Was ist damit? Was könnt ihr mir dazu sagen? Ein Freund von euch? Wir haben ihn den Pedell genannt. So eine Kreatur habe ich noch nie gesehen. Woher kam sie? Von sehr weit fort. Der Pedell sollte Herrin Iris und das Haus bewachen. Er hat sich um den Garten und um ungebetene Gäste gekümmert. Von sehr weit fort. Woher denn genau? Der Name des Ortes würde dir nichts sagen. Ich weiß nicht, aber ich glaube, die weichen meinen Fragen irgendwie aus. Was führt ihr für einen Mummenschanz auf? Hättet ihr mich nicht warnen können? Nein, wir sind zu Diskretion verpflichtet. Warum redet ihr dann mit mir? Warum? Nun, wir haben selten Gelegenheit, mit Menschen zu reden. Wir sind neugierig, was dich herführt. Ich brauche eine bessere Antwort als diese. Später. Kennt ihr den Hausherrn, den Eigentümer? Olgierd von Everreck? Ja, wir kennen ihn. Aber er ist fort. Seine Frau ist Hausherrin geworden. Fein. Ist die Hausherrin von Everreck da? Könntet ihr ihr ausrichten, dass sie einen Gast hat? Warum willst du sie sehen? Ich bin hier, um die lila Rose zu holen, die Olgierd Iris gegeben hat. Iris ist drinnen, oben in der Schlafkammer. Nimm diesen Schlüssel zur Hintertür. Ich muss mich wohl selber vorstellen. Wie soll ich euch anreden? Wie jetzt? Unsere Namen behalten wir lieber für uns. Muss mal ein richtig schönes Anwesen gewesen sein. Alles verfallen. Das ist eine Schande. Eindringling. Und ja, da hinten leuchtet's grün. Wir gucken. Zur Hölle. Ich muss vorsichtig sein. Hätte ich jetzt auch gesagt. Teufel war das. Das ist mein Haus. Eindeutig. Olgierd, wie ich ihn nie gesehen habe. Ein anderer Mann. Ordentlich und alles sauber. Es kann serviert werden. Der Pedell muss den Tisch noch decken. Okay.
Das machen wir in Geisterhäusern. Wir machen erstmal Licht an. Scheiben geborsten. Alle glücklichen Familien gleichen einander. Jede unglückliche Familie ist auf ihre eigene Weise unglücklich. Brandschaden. Interessant. Schaden. Entschuldigung. Haben wir schon gesehen, was auf uns zukommt? Nein, eine Bombe brauche ich hier jetzt nicht. Zeig mir, was du zu bieten hast. Fakt, da ist mein Stream abgebrochen. Was ist denn jetzt los? Fuck. Tut mir leid, mir ist die Internetverbindung weggebrochen. Ich werde gleich nochmal kurz weg sein. Dann bin ich wieder auf 2,4 GHz Netz rüber. Moment.
So. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Das sollte eigentlich nicht vorkommen. Aber da war mal wieder jemand auf unserer Leitung drauf. Ich hoffe, ihr habt nicht zu viel verpasst im Stream. Ansonsten könnt ihr mir da gern was schreiben und ich erkläre euch, wo wir zuletzt waren. Was zum Teufel war das? Das Gespenst aus dem Gemälde, was denn sonst? Schlafgemach. Hier sollte Iris sein. Was funkelt denn da? Schönes Paar. Das muss sie sein. Mist. Du wolltest sie sehen. Da ist sie. Man sollte seine Wünsche vorsichtig formulieren. Das hilft gegen Enttäuschungen. Soll das ein Witz sein? Warum habt ihr nicht gesagt, dass sie tot ist? Du hast nicht gefragt. Ah, und wieso ist sie nicht begraben? Wir können das nicht. Und dem Pedell, den du besiegt hast, hat sie zu Lebzeiten befohlen, sich für immer von ihr fernzuhalten. Je mehr ich erfahre, desto stärker wundert mich, dass ihr mir helft. Wir wurden herbeigerufen, um Iris von Everek zu dienen. Unsere Herrin ist tot, aber das entlässt uns nicht aus dem Dienst. Verstehe. Ihr wollt diesen Ort und diese Leichen verlassen. Überrascht? Nein, überhaupt nicht. Okay. Wie ist sie gestorben? Wunden oder Kampfspuren sehe ich keine. Ihr Herz ist gebrochen. Das heißt, Herzinfarkt? Nein, es ist einfach geplatzt. Kaum zu glauben. Und doch genau das, was geschehen ist. Eines Tages schloss Iris die Vordertür ab, legte sich hierhin und starb an Trauer und Einsamkeit. Ihr Geist ist rastlos und zornig, greift Eindringlinge an. Warum? Herrin von Everek hat viel erduldet. Sie ist Gäste nicht gewöhnt und mag keine seltsamen Leute. Sie kann uns nicht hören. Ich muss wohl mit Iris Geist sprechen. Das wird nicht einfach. Unsere Herrin ist von Zorn und Bitterkeit erfüllt. Ich habe meine Methoden. Ich muss sie begraben. Aber der makabre kleine Friedhof des Pedells taugt nicht. Zu viel Blut, zu viel Angst. Sie war viel im Garten vor dem Haus. Dann vielleicht dort. Halt! Nimm den Schlüssel. Er passt zur Vordertür. Gutes Hundchen. Finde einen passenden Ort, um Iris zu begraben. Na dann. Ein Grab? Hier? Hi, Mike. Sie hat gerne hier gesessen, aber als Grab taugt der Platz nicht. Zu nah am Haus. Ich suche weiter. Dann entfernen wir uns mal weiter vom Haus. Iris von Everek liebte Blumen. Sie würde sie nicht mal umknicken. Na gut. Ich hebe das Grab woanders aus. Das ist der richtige Ort. Der Ort scheint zu passen. Ja, sie hat gerne gemalt. Hatte Iris von Everek letzte Wünsche? Vielleicht, wie sie bestattet werden wollte? Sie hat den Tod gefürchtet.
dass niemand zu ihrem Begräbnis kommt oder ein Abschiedswort sagt. Dann werde ich das wohl machen. Ja, mit die Schaufel des Pedells. So. Ich kannte Iris von Everett nicht. Daher kann ich nicht viel über sie sagen. Das Schicksal wollte, dass sie ein Fremder zur letzten Ruhe bettet. Manchmal verwirrt das Schicksal unsere Wege und das Leben wird schwer zu ertragen. Doch im Tode verdient jeder Ruhe und Frieden. Dein Name steht in diesem Skizzenbuch. Vielleicht möchtest du es mit ins Grab nehmen. Ihr beiden, habt ihr letzte Worte für eure Herrin? Wir beteiligen uns nicht an menschlichen Ritualen. Wir vertrauen darauf, dass du den Gebräuchen Genüge getan hast. Die Überreste sind beerdigt. Zeit, sie zu rufen. Ich wusste gar nicht, dass ich das Bild hätte dazulegen können. Ich hatte gehofft, ich kann beides nehmen. Ich habe deine Gebeine beerdigt. Lass ab von deinem Zorn und Kummer. Zeige dich. Hat's was geändert? Verzeih, dass ich dich aus deinen Gefilden rufe. Ich muss dich fragen. Immerhin. Ich soll dir folgen. Also schön. Das tut man nicht alles, ne? Wo bin ich hier? In einem Van Gogh-Gemälde. In der gemalten Welt. Der Arbeit von Iris von Everick. Wie seid ihr zwei hergekommen? Es gibt uns in beiden Welten. Seltsamer Ort. Wenn es sich was ändert, sag mir Bescheid. Von Iris von Everick. Als sie noch lebte, existierte die Welt nur in ihrer Vorstellung. Danach gewann sie Substanz. Fantastische Geschichte. Schwer zu glauben. Das solltest du aber. Und gib gut Acht. Die gemalte Welt ist voller Gefahren. Immerhin, sie warnen ihn vorher. Also gut. Es ist wirklich hübsch hier, aber wo ist Iris? Du hast sie nur für einen Moment erweckt. Wenn du mit ihr sprechen willst, musst du sie ganz aus dem Schlummer reißen. Ja, aber wie? Du bist doch Spurenleser. Draußen hast du Spuren untersucht. Ja, und? Diese Welt besteht aus verschwommenen und verblassten Erinnerungen, die unsere Herrin vergessen möchte, aber nicht kann. Du musst sie finden und wiederherstellen. Rufe die Ängste herbei, die Iris plagen, und zerstöre sie. Klingt einfach. Ist mal gleich gelaufen. Ja, dann. So hat das also vorher ausgesehen, ha? So ungefähr. Geister von Olgierd und seiner Frau. Warum bewegen sie sich nicht? Das ist eine Erinnerung. Unvollständig und verschwommen.
Du musst genau hinsehen und sie wiederherstellen. Der Geist aus der Steppe. Oft gelesen, ganz abgegriffen. Farbpalette. Wenn sie nachher mit der lila Blume auf dem Bild ist, ist man gleich gelaufen. Beziehungsweise wenn man die mitnimmt oder da lässt natürlich. Geschirr für den Nachmittagstee oder fürs Frühstück. Ich habe die Blume bisher immer mitgenommen. Ich habe das ja mehrfach gespielt an der Stelle. Das stimmt wohl nicht. Okay. Das stimmt wohl nicht. Hier kommt die Palette hin? Ernsthaft? Passt perfekt. Okay. Passt perfekt. Wir sollten einen Hund besorgen. Oder besser einen Hund und eine Katze. Wenn der Regen kommt, wärmt der Hund mir die Füße. Und die Katze spielt am Kamin mit einem Wollknäuel. Was meinst du? Mach ich nicht. Hörst du überhaupt zu? Entschuldige, Liebes. Ich habe gelesen. Ist das Buch denn so fesselnd? Ja, sehr. Weißt du was? Lass uns reingehen. Warum? Es ist doch so schön hier. Die Vögel singen, die Bienen summen. Paradiesisch. Tut mir leid, Liebes. Ich fühle mich nicht so. Ich gehe rein. Bleib du nur. Ich fand das Ende bisher eigentlich nie schlecht. Ich werde mal beides ausprobieren. Ich werde vorher speichern und einfach beides machen. Eine Erinnerung. Nein, ein Albtraum. Eine verkörperte Angst, die du früher oder später konfrontieren musst. Ugh, ich hasse die Momente. So, sorry, mein Internet ist heute launisch. Ich nehme mal an, du wolltest fragen, was passiert denn, wenn man sie mitnimmt? Hast du es nicht ausprobiert? Ich dachte, du hättest es ausprobiert. Ja, dann. Wie schmeckt dir das, Silber? Würde ich sagen, wirst du das feststellen. Und ich werde die Rose mitnehmen. Leute, ich werde hier sehr häufig speichern. Noch eine Erinnerung. Kaputte Dekoration für einen besonderen Anlass. Weinglas. Sieht wie das von Olgierd aus. Ein Brautschleier? Passt perfekt. Auf deine Gesundheit, liebe Frau. Und auf deine, lieber Mann. In meinem Land beglückwünscht man Jungvermählte mit Brot und Salz. Aber fürs Erste sind wir allein. Ich brauche nur dich. Ach, könnte dieser Moment doch ewig dauern. Mal sehen, was sich tun lässt. Komm herein und schau dir unser Heim an. Gern, aber ich weiß, es klingt albern. Das Haus steht schon so lange leer und ich...
Du fürchtest dich vor Spinnen, ich weiß. Ich habe sie alle aufgekehrt und in den Garten geworfen. Mein Ritter, du hast an alles gedacht. Geralt, der Spinnenschlechter. Um es mit seinen Worten zu sagen, bist du hässlich. Hallo? Ich mag diese Bienen nicht. Man hat's vielleicht gemerkt. Schon wieder er.